Das ist ähnlich wie mit Wein. Beim Wein hat man auch erstmal einen roten oder einen weißen, also männlich oder weiblich. Die Rebsorte, die Traubensorte, Chardonnay, Müller-Thurgau. Das ist also beim Fleisch genau das Gleiche. Und der zweite Punkt, der Fleischqualität beeinflusst, ist die Herkunft, Futterbedingungen, Untergrund. Auch da sind wir wieder ganz nah beim Wein. Erstmal nach dem Land, Chile, Deutschland, Frankreich, Spanien. Und genauso ist es bei der Fleischqualität auch. Und da ist es natürlich auch wieder ein Unterschied, ob das Tier im Allgäu gelebt hat, saftige grüne Bergweiden oder an der Küste oder jetzt in Mittelgebirgslandschaften, Rhön, Spessart, Vogelsberg, auch da ist es wieder, da wachsen andere Kräuter, da ist einfach eine andere Bedingung. Das ist auch der dritte Punkt, auf den wir achten müssen, das ist das Alter. Ist es ein junges Tier oder wie bei der Oma-Kuh ist es ein älteres Tier? Grundsätzlich haben jüngere Tiere schon mal zärteres Fleisch. Ein Kalb bringt immer zärteres Fleisch hervor als ältere Tiere. Alter, aber auch im Zusammenhang von Vegetationsperioden. Wenn ein Tier im Frühjahr geboren wird, ist es natürlich gleich in idealen Umständen. Auch das spielt letztendlich dann eine Rolle und beim Wein wäre das der Jahrgang. Ne? Selbe Rebsorte, selber Hang, selbe Winzer, alles gleich, aber unterschiedlicher Jahrgang. Wein schmeckt anders. Und der vierte Punkt, der maßgebliche Punkt, ist die Reifung, Wet Aging, das heißt im Vakuumbeutel gereift. Wirtschaftliche Gründe, es geht kein Fleischsaft verloren, hat aber auch logistische Gründe. Ja, und dann ist in den letzten Jahren das Dry Aging, das heißt also das Fleisch wird geschlachtet, wird zerlegt, kommt am Knochen ins Kühlhaus und wird dann in speziellen Kühlräumen 4 bis 6 Wochen. Das ist zum Beispiel aus der 50. Kalenderwoche des vergangenen Jahres. Jetzt haben wir, glaube ich, Kalenderwoche 9. Also wir sind jetzt hier bei 10 oder 11 Wochen, die das Steak zum Beispiel am Knochen gereift wurde. Das ist dry aged, das ist dry aged und das ist dry aged. Also dry aged, trocken gereift. Zusätzlich dieses von mir entwickelte Verfahren Aqua Aged, das ist Fleischreifung im Mineralwasser. Ein ähnlicher Effekt, den man zum Beispiel beim Sauerbraten kennt, wo man Fleisch in einen Essigsud einlegt oder wenn man einen Rinderbraten in Rotwein einlegt, da ist es die Weinsäure. Bei mir ist es das Mineralwasser, die Kohlensäure, die das Fleisch dann entsprechend zart macht. Und Punkt 5 geht jetzt nahtlos über. Das ist eigentlich so ein bisschen das Händchen vom Metzgermeister. Beim Wein wäre es der Winzer. Also er hat seine Trauben geerntet, aber dennoch ist das, was er aus seinen Trauben macht, natürlich auch immer noch eine hoch individuelle Geschichte. Das fängt jetzt damit an, dass ich hier dann nochmal diese marmorierten Qualitäten nochmal raussuche, dass ich eine Kuh, eine Oma-Kuh nochmal eigentlich 2 bis 3 Wochen länger trockenreife als normales Rindfleisch. Thank you.